Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute wird es etwas swingiger und wir gehen in den Jive. Wir tanzen heute die Box. Die schauen wir uns auch erstmal alleine an, so ganz alleine. Wir sind nachher auch in der Tanzhaltung, aber erstmal die Boxbewegung. Wir haben beide das rechte Bein frei, zu der Herausforderung kommen wir nachher noch, und tanzen mit dem rechten Bein einen Schritt über Kreuz vorne drüber. Eins. Dann einen kleinen Schritt nach hinten mit dem linken. Zwei. Einen zur Seite mit rechts. Drei. Und wieder einen vor. Und das wäre unsere Box. Ein kleines Viereck am Boden. Wir haben mit dem rechten begonnen, einen Schritt vorne drüber. Mit vorne drüber, hinten drauf, zur Seite und wieder einen nach vorne. Das Ganze auf vier Zähler. Wir haben 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Das Ganze können wir jetzt auch noch drehen. Und zwar immer ein Viertel. Wir tanzen über die vier Schritte eine viertelgedrehte Richtung nach rechts und landen somit in Blickrichtung dort. Wir haben 1, 2, 3, 4. Das Ganze viermal wiederholt. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Jetzt sind wir einmal rum. Die ganze Box machen wir in Tanzhaltung. Wir starten mit einem Grundschritt im Jive. Rückplatz, Chassé, Chassé. Grundschritt sieht folgendermaßen aus. Rückplatz, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das Ganze wiederholen wir und tanzen ein Inside Turn, ein Gegensolo. Das schauen wir uns getrennt kurz an. Wir haben Rückplatz 1, 2, 3, 2, 2, 3. Dabei bereiten wir etwas die Dame vor, klappen sie schon auf und lassen sie über das Rückplatz einmal umdrehen. Sie tanzt eine Spot Turn, eher Rückplatz. 1, 2. Wenn wir jetzt in den Grundschritt hinein wollen, dann können wir einfach wieder zur Seite und rüber. Das wäre die Inside Turn. Die zeigen wir nochmal. Rückplatz. Einmal hin. Vorbereiten. Einmal rum. Einmal hin. Einmal her. Das nutzen wir als Einstieg. Und der Herr darf jetzt einen Schrittwechsel machen. Wir tanzen. Rückplatz. Chassé hin. Und beim zweiten Chassé tanzt er Schritt schließen. Schritt schließen. Über das Rückplatz holt er sie an die Seite und hält sie fest in der Körbchenposition. Jetzt haben wir beide oh Wunder das rechte Bein frei und können in die Box gehen. Er führt sie nach links in die Box mit drüber, rück, seit, vor. Am besten gleich andrehen, das Ganze dann aber auch von der Haltung her lösen. Sieht folgendermaßen aus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, letztes Mal vorbei. Am besten in einer offenen Position tanzen, denn wenn wir in Körbchenposition, dann wird es doch ein bisschen eng, um die Box zu tanzen. Wir zeigen nochmal die Boxschritte nebeneinander, aber umgedreht. Wir haben immer 1, 2, 3, 4. Das Ganze immer wiederholen. Der vierte Schritt, der Schritt vorwärts, ist der letzte Schritt. Gedreht mit 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Wichtig dabei, dass die Dame immer vor dem Herrn bleibt. Wir zeigen es nochmal von Anfang bis hierhin. Was hatten wir schon alles? Wir hatten einen Grundschritt. Wir hatten eine Inside Turn mit Körbchenposition. Wir zeigen es. Wir hatten Rückplatz 1, 2, 3. Achtung, Schrittwechsel für ihn. Das zeigen wir nochmal. Wir haben Rückplatz einmal hin und er hat jetzt Schritt, Schritt einmal her. Er mit dem rechten Rückplatz, sie umdrehen in den Arm. Und jetzt gehen wir direkt in die Boxbewegung mit 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3.
3, 4, 4, 2, 3, 4. Das Ganze nochmal gezeigt. Wir tanzen einen kompletten Grundschritt und ein Solo Inside Turn Bewegung da vorne dran. Sieht folgendermaßen aus. Rück, Platz, Grundschritt hin, andrehen, umdrehen, Grundschritt hin, Grundschritt her, rück, Platz nochmal. Nur die Drehung für die Dame kann als einzelne Bewegung getanzt werden. Einmal umdrehen. Wunderbar. Dann Herausforderung für den Herrn, den Schrittwechsel. Das liegt über dem zweiten Chassis. Und eindrehen an die Seite. Wir sind in der Box angekommen, haben dann viermal Box getanzt. 1, 2, 3 und sind wieder rausgekommen. Aus der Position müssen wir irgendwie wieder zueinander kommen. Er hat wieder die schwierige Aufgabe des Schrittwechsels. Er hat jetzt mit dem rechten Bein begonnen. Rückplatz, Schritt, Schritt und ein Chassis. Sie dreht raus unter dem linken Arm. Achtung und 1, 2, 3, 4 umdrehen. Wir zeigen nochmal die Herrenschritte und Damenschritte ganz langsam. Rückplatz ist für beide gleich mit dem rechten Bein. Rückplatz. Jetzt hat er ein Schritt schließen und dreht leicht zur Dame. Sie dreht mit einem Chassis so ein bisschen rechts zur Seite. Chassis, Schritt. Wird vom Herrn angedreht. Jetzt geht er wieder nach rechts und holt seine Dame in den Arm. Wir zeigen es nochmal im Fluss, nur den Ausgang. Wichtig, mit dem rechten Bein für beide begonnen. Das Rückplatz mit Rückplatz, Schritt, Schritt, einmal Chassis gemeinsam und dann sind wir im Grundschritt. Das wäre unsere kleine Kombi. Wir zeigen sie auch nochmal zum langsam Mittanzen. Wir starten mit einem Grundschritt komplett ganz normal. Dann tanzen wir zwei Grundschritte, dabei eine ganz normale Inside Turn für die Dame, was ihr gerne auch alleine tanzen könnt. Und beim dritten Mal steigen wir ein in unsere Boxkombi. Wir haben Rückplatz, Grundschritt hin, Grundschritt her, Rückplatz. Das Ganze mit Inside Turn garniert. Einmal umdrehen. Wunderbar. Jetzt für den Herrn ein Chassis, ein Schrittwechsel und ein Eindrehen. Hinein in die Box mit 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2. Ausgang mit Rückplatz, Schritt, Schritt, in den Arm, Rückplatz. Das war's mit einer kleinen komplizierten Boxkombi von uns. Viel Spaß beim Mitmachen und Mitturnen. Bis bald!